In diesem Video schauen wir uns eine ganz besondere Funktion von JDownloader an. Jetzt, wo ich mich sowieso mit Seedboxen beschäftige, macht das Ganze auch viel mehr Sinn. JDownloader lässt sich mit diesem Plugin, nenne ich es einfach mal, fernsteuern. Ich kann also auf einer anderen Instanz, zum Beispiel auf meinem NAS oder auf einer Seedbox, JDownloader laufen lassen und über MyJDownloader kann ich den von einem anderen Computer fernsteuern. Wie das geht und welche Vorteile das mit sich bringt, zeige ich dir nach dem Intro. Bevor wir hier anfangen, brauchen wir ein Konto, das wir hier bei MyJDownloader registrieren müssen. Ich packe euch natürlich den Link in die Videobeschreibung und dann kannst du einfach hier auf No Account Register klicken und musst nur deine Mail angeben. Bei mir steht jetzt bereits eingeloggt, von daher passt das. Also man bekommt eine Mail und ein Passwort. Und die zwei Dinge brauchen wir auch gleich noch. Ich bin jetzt hier in meinem Dashboard von MyJDownloader und hier werde ich eben aufgefordert, JDownloader erstmal zu installieren. Und das Schöne ist, um das zu nutzen, sollte ich den vielleicht gar nicht lokal installieren, sondern kann den auf einer anderen Instanz installieren. Zum Beispiel in meinem NAS oder wie jetzt in meinem Beispiel auf cloudboxes.io. Gehe ich mal auf die Webseite von cloudboxes.io. Und hier unten klicke ich auf den JDownloader, auf die Installation. Wenn der dann installiert ist, kann ich hier einfach auf Open JDownloader 2 gehen, gebe mein Seedbox-Passwort ein und was ich jetzt bekomme, ist die Sicht über VNC. Das macht nicht besonders so viel Spaß, weil Click and Load zum Beispiel nicht funktioniert oder das Clipboard hier nur über so einen Button geteilt werden kann. Aber da können wir jetzt Abhilfe mit MyJDownloader schaffen. Ich gehe mal auf die Settings. Und hier bin ich jetzt schon angemeldet. Für dich heißt das jetzt einfach E-Mail und Passwort hier eingeben, die du vorhin beim Registrieren festgelegt hast. Findest du hier unter Settings oder Einstellungen und hier gibt es dann den Punkt MyJDownloader. Man kann das hier auch in so einem separaten Tab sich nochmal aufmachen, hat dann hier auch noch ein paar weitere Möglichkeiten. Das interessiert uns jetzt aber gar nicht. Wichtig ist jetzt, dass dieser JDownloader oder diese JDownloader-Instanz sich verbunden hat. Und deshalb gehe ich mal zurück auf meine Oberfläche hier und klicke aktualisieren. Und jetzt finde ich hier meinen JDownloader. Da steht dann zum Beispiel auch drin, dass der Cloudboxes heißt. Das kommt aber von mir, das habe ich hier einfach eingetragen. Hier kann ich den jetzt einfach mal auswählen und jetzt bekomme ich ein Webinterface von meinem JDownloader. Ab jetzt kann ich eigentlich diese VNC-Verbindung, die mir hier dieses Cloudboxes anbietet, eigentlich schließen. Die interessiert mich ab jetzt nicht mehr. Ich habe auch schon meinen Premium-Account hier eingetragen, kann also mit dem Herunterladen direkt anfangen. Und ich würde sagen, das machen wir doch direkt. Dazu habe ich mir jetzt zum Beispiel mal einen Link vorbereitet. Ich kann jetzt hier in den Linksammler gehen und kann jetzt hier einen Link hinzufügen. Das sieht im Prinzip natürlich genauso aus, wie ich das von dem JDownloader, der lokal installiert ist, kenne. So, hier gehe ich jetzt einfach mal auf Weiter. Einfach anklicken und hier oben Aktionen zu Downloads hinzufügen. Okay, Steuerung ist etwas anders als in dem lokal installierten. Und jetzt beginnt hier direkt der Download und ja, das Ding wird runtergeladen. Ein paar Ansichten fehlen, zum Beispiel sehe ich jetzt gar nicht direkt, dass das mit Premium Mice heruntergeladen wird. Aber jetzt fehlen mir immer noch ein paar Funktionen, nämlich zum Beispiel Click and Load. Könnte ich immer noch nicht benutzen. Bin ja jetzt hier immer noch in so einem Webinterface und viel mehr Vorteile zu dieser Ansicht mit VNC vorhin habe ich auch nicht. Also was brauchen wir? Richtig, ein Browser-Add-on. Ich bin jetzt hier im Edge angemeldet und es gibt das Ganze auch natürlich für Firefox und den Chrome-Browser. Aber weil ich jetzt hier im Edge bin, nehme ich jetzt einfach diese Browser-Erweiterung, die für den Edge zugeschnitten ist. Die von Chrome würde natürlich auch gehen. So, die Synchronisierung aktiviere ich nicht. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Hier wollte ich rein. Auch hier kann ich mich wieder anmelden und kann jetzt hier direkt sehen, welche JDownloader-Instanzen aktiv sind. Es würde übrigens auch mehrere gehen. Also ich habe jetzt nur eine, aber theoretisch gehen natürlich auch mehrere. Und spannend sind jetzt hier eher die Einstellungen. Hier ist nämlich zum Beispiel festgelegt, dass Click and Load abgefangen wird und an diesen JDownloader weitergeleitet wird. Das gleiche kann ich übrigens mit der Clipboard-Überwachung machen. Kopiere ich mir jetzt also Links, werden diese direkt abgefangen. Und damit habe ich den Komfort wie eine lokalen Installation. Also ich kann Webseiten aufrufen, kann mir Links kopieren, kann Click and Load verwenden. Und am Ende werden diese Dateien oder diese Links einfach auf den JDownloader in meiner Cloudbox geschickt.
Hier oben habe ich dann so rudimentäre Möglichkeiten, das Ganze zu steuern. Also ich kann hier auf Start gehen, was jetzt aber keinen Sinn macht, weil ist nichts zum Downloaden da. Ich kann direkt draufklicken und bin dann eingeloggt und kann diese Instanz von ShadowLoader genau nochmal verwalten. Also simple Geschichte mit sehr vielen Vorteilen, wenn ihr das nutzen möchtet.